von der Free in München. Wir begrüßen euch heute zur innovativen Outdoor- und Freizeitmesse. Und hier sind wir schon mal in der Halle von den Campingartikeln, vor allem Dachzelte. Aber es kommen natürlich auch noch Bikes und Wohnmobile. Tamara hat die Wasserrettung für uns übernommen. Was natürlich auch immer eine Überlegung wert ist, ist selbst ausbauen. Ja, 70.000 Euro kostet allerdings das Basisfahrzeug hier schon mal. Also lohnen tut sich's nicht. Wäre halt eine Spielerei. Passt selbst aber ein paar ausbauen. Fahrräder rein. Ja, so hat man viel Platz. Aber können wir dann unter das Dach hängen, stapeln und fertig. Draußen schlafen. Und draußen schlafen. Was halt auch krass ist, ist einfach diese Box hier mittlerweile. Das war bei der letzten Free noch ein ganz normales Aufstelldach. Jetzt gibt es das so. Das ist wahrscheinlich wärmedämmungsmäßig und schallmäßig echt ein Highlight, aber es sieht krass aus. Cargo Clips, so sieht das dann von innen aus. Das hat eben die Möglichkeit, dass man immer wieder umbauen kann. Über die Wohnlichkeit lässt sich da wahrscheinlich ein bisschen streiten, aber Möglichkeiten hat man halt ohne Ende. Bike-Transport wäre auch gut möglich. Und hier sieht es auch schon deutlich wohnlicher aus, finde ich, mit so einer richtigen Küche. Also wenn man will, kann man schon einiges machen. Er kämpft. Jetzt filme ich einmal kurz in die Box hoch. Ich bin selber sehr, sehr, sehr neugierig. Ist noch nicht gesehen. Panorama ist schon mal ein Highlight. Wow, okay. Also das ist wirklich grenzgenial hier oben. Megamäßig gelöst. Ich bin gespannt, was es kostet. Stecke ich gerade in der Treppe fest. Ich muss gestehen, ich habe den Rucksack an, weil das Mikro da dran festgemacht ist. Hat noch keiner geschimpft. Ein Glück gehabt. Und es ist wirklich genial. Wow, ich fürchte, ich bin schon wieder verliebt in so ein Dachgeschichtenzeug, was sich ja in der Praxis letztes Mal gar nicht so gut rausgestellt hat. Aber wie gut ist das bitte? Überblick nach draußen habe ich auch. Es ist genial. Es sieht ja schon fast so stylisch aus, dass man es daheim als Küchenelement stehen hätte können, oder? Als Insel. Mega geil. Nico sucht schon nach seiner neuen Einrichtung. Sollen wir doch Vollzeit-Vanlife? Definitiv. Jetzt haben wir jemanden von den Ausstellern hier mal festgenagelt. Möchtest du uns mal erzählen, wie ihr da drauf gekommen seid? Ja, also Laybackpass, darauf sind wir gekommen letztendlich, weil wir in den ganzen anderen Wohnmobilen oder Campern war uns die Wertigkeit nicht groß genug. Und deswegen auch die Verschlusssysteme, vieles war letztendlich sehr viel aus Plastik. Wir wollten einfach nicht nur Sein und Schein haben, sondern wirklich das, was hier auch ist, wenn es ein Messingbecken aussieht wie ein Messingbecken, dann ist es auch ein Messingbecken, genau. Und deswegen auch wegen Verschlusssystem, dass wir das auch so haben, dass wir hier, wenn man steht, auch diesen Softclaws nutzen kann. Und wenn man sozusagen halt fährt oder losfährt, dann nimmt man diese Karte und verschließt es quasi hier. Und so ist es quasi dann auch für die Fahrt. Ist dann komplett verschlossen? Genau. Ist dann komplett verschlossen für das ganze Fahrzeug. So, dann kann man auch in Ruhe losfahren und muss sich nicht darum kümmern, ob man jetzt irgendeinen Druckknopf vergessen hat und während der nächsten Kurve das Geschirr irgendwo rumliegt. Und gewichtsmäßig ist ja auch immer so eine Thematik, oder? Genau, gewichtsmäßig ist eine Thematik, aber wir haben das ganz gut austariert. Also unser Fahrzeug wiegt dann am Schluss 3 Tonnen, 3050, und man hat noch eine Zuladung von 450 Kilo. Also da haben wir schon drauf geschaut, dass das schon noch passt. Klar, man hat eine hohe Wertigkeit von den Materialien, also die wir da auch sozusagen verbauen, aber das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir halt hier eine Anmutung auch haben, gerade was den Fußboden betrifft. Gibt es auch ganz coole Kunststoffböden, die so Anmutung haben wie Holz. Aber uns war es wichtig, aus der Dusche rauszutappen und wirklich auf Holz mit dem nackten Fuß zu gehen. Und Modelle von A bis Z oder nur gewisse Modelle? In der Tat jetzt eigentlich nur VW Crafter und MAN erstmal. Also MAN TGE und der VW Crafter sind baugleich. Genau, und diese Fahrzeuge nutzen wir. Genau. Besten Dank dir. Danke. Ich bin so frei und teaser das jetzt einfach schon mal an. Denn wahrscheinlich wird es hier auch noch was für euch zum Schauen geben dieses Jahr. Ich habe da schon länger was ins Auge gefasst. Ne? Was könnte es sein? Von innen sieht es auch super aus, finde ich. Ich kann mir schon vorstellen, da auf richtig coolen Plätzen zu stehen, wo man mit dem großen Mobil vielleicht nicht einfach so hinkommt. Nico überlegt jetzt schon für die Küche. Na, was sagst du? Ich
glaube, es hat hier, Specialized hat so eine Federung integriert, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, siehst du es? Also das ist speziell von Specialized entwickelt. Ja, ja. Das ein wenig flext mit der Zeit. Ja. Ein Highlight ist auch immer die Kanu-Erlebniswelt. Die macht richtig Spaß. Und da kann man dann Kajaks ausprobieren oder auch Stand-up paddeln. Wolltest du nicht baden gehen? Tauchen kann man auch. Jetzt gibt's ein bisschen Action. Wir gehen auf die Stand-up paddles. Yay! Und? Cool! Hey! Warte nur. Spitzen wir gleich mal zurück. Könnte kalt werden. Da drüben sind gewisse Stabilitätsvorteile, muss man zugeben. Da grinst schon einer. So, jetzt hat Nico hat vorher schon gesprintet, sagt jetzt aber hör auf. Wer schneller beim roten Dings ist. Juhu! Ah! Oh Gott! Aber ich war Erster. So, jetzt müssen wir die Kamera wieder abholen gehen. Das habe ich nicht bedacht, dass es ja vor den Bums macht. Achtung! Ah. So, Kamera hat die Wasserrettung für uns übernommen. Klar, wo der Nico wieder zu finden ist. Hallo. Es entspannt meine Beinmuskulatur. Hier kann man auch Piepsuchen üben. Von 6 bis 16 kann man klettern gehen. Und für die Kleinen gibt es da hinten einen super coolen Erlebnisparcours. Das ist jetzt dieser Kinderspielebereich und den hat mein Kleiner auch sehr geliebt. Dann gibt es noch zwei Hallen mit Reisen und Ländervorstellungen. Das ist extrem gute Platzausnutzung, finde ich. Die haben es irgendwie geschafft, dass sie hier einen riesen Raum haben, obwohl das Fahrzeug ja schmal ist. Und dann das Bett dementsprechend von hinten runterziehen. Hier bei den Oman-Fahrzeugen, die sehen zwar cool aus, aber da kann man das Zugfahrzeug nicht abnehmen. Das finde ich etwas unpraktisch, um ehrlich zu sein. Die Offroad-Kabinen sind auch überraschend geräumig. Hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Ja, es ist beeindruckend. Schau mal, ich bin jetzt 1,82 groß und... Nico liebt die Free fast genauso sehr wie ich. Ich mag die echt. Zwei Reisehallen, eine Fahrradhalle, Campinghallen und die Wassersporthallen. Ja, da gibt es auch einige Videos bei uns dazu online.